Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Instant Gaming News und eine kleine Warnung vorweg. Diese Ausgabe wird wie eine Achterbahnfahrt werden. Es geht rauf, es geht runter mit den Emotionen, mit den Gefühlen, denn wir haben erfreuliche, aber auch weniger erfreuliche Nachrichten, die wir euch heute servieren. Und wir starten direkt mit den Leaks zu PlayStation 5, denn unter anderem wurde jetzt bekannt, dass angeblich, wie gesagt, ist ein Leak, am 5. Februar schon die PlayStation 5 offiziell enthüllt werden soll in New York City. Ja, das wäre ja schon in ein paar Tagen. Bei diesem Event soll nicht nur die Konsole selber gezeigt werden, sondern auch der neue Controller, die neue Benutzeroberfläche, auch die technischen Spezifikationen sollen enthüllt werden. Und darüber hinaus wird man auch den Fokus auf die neuen Highlights richten. Unter anderem sind das die fehlenden Ladezeiten, die angeblich fehlenden Ladezeiten und die extrem schnellen Downloads. Aber auch die Launch-Titel werden dort gezeigt, unter anderem Gran Turismo 7, eine Remastered-Version von Demon's Souls, das bereits angekündigte Godfall und Legends, aber auch ein neuer Teil von Spider-Man soll gezeigt werden. Ja, also quasi die Fortsetzung des PS4-exklusiven Spider-Man-Spiels soll dort veröffentlicht werden, das wahrscheinlich dann auch nur exklusiv für die PlayStation 5 erscheint. Darüber hinaus soll auch schon der Verkaufspreis feststehen, 449 €. Damit wäre die neue PlayStation 5 höchstwahrscheinlich 100 € günstiger als die neue Xbox-Konsole und als Verkaufsstart nennt der Leak Oktober. Ja, das könnte wahrscheinlich eher der US- oder der Release-Termin für den asiatischen Raum sein. In Europa gehe ich eher davon aus, dass wir die Konsole im November kaufen können. So, ich habe gesagt, Achterbahnfahrt. Jetzt hatten wir so ein kleines Hochgefühl. Jetzt geht es leider wahrscheinlich schnell Richtung Boden. Denn Entwickler Techland muss das Zombie-Spiel Dying Light, auf das sich ja schon sehr viele freuen, Dying Light 2, verschieben. Und das auf einen unbestimmten Zeitraum. Ursprünglich sollte ja Dying Light im Frühling 2020 für PC und Konsolen erscheinen. Jetzt hat ihm das polnische Entwicklerteam via Twitter bekannt gegeben, dass man eben nicht ganz so zufrieden ist mit der Entwicklung des Spiels und daher muss man das Ganze um mehrere Monate verschieben. Einen konkreten Termin gibt es nicht, wann das Spiel jetzt erscheinen soll. Ich gehe trotzdem noch davon aus, dass wir es dieses Jahr sehen. Ist natürlich sehr schade. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es doch gut, wenn sich die Entwickler Zeit nehmen und dann ein richtig gutes Spiel veröffentlichen. So, Leute, jetzt geht es wieder nach oben. Zumindest für alle PC-Spieler, denn es sieht danach aus, als würde Sony tatsächlich darüber nachdenken, diese ganzen PS- oder PlayStation-exklusiven Spiele auch für den PC zu bringen. Es gab ja schon vor einigen Tagen bzw. Wochen die Gerüchte, dass God of War oder auch Horizon Zero Dawn, dass die eventuell für den PC erscheinen. Jetzt wird dieses Gerücht so ein bisschen untermauert, nämlich von Entwicklerteam Naughty Dog. Die arbeiten ja aktuell an The Last of Us Part 2, das erscheint am 29. Mai für die PlayStation 4 exklusiv, aktuell noch. Aber die Jungs von Naughty Dog suchen einen Programmierer für das Spiel, der einen PC-Hintergrund mitbringt und sich mit PC-exklusiven Technologien wie zum Beispiel DirectX 12 sehr gut auskennt. Oha! Möglicherweise hat Sony doch eingesehen, dass der PC-Markt gar nicht so uninteressant ist, ja, weil zum Beispiel Microsoft bringt ja schon seit etlichen Jahren alle Spiele nicht nur auf die Xbox, sondern auch auf den PC. Möglicherweise wird das Sony auch demnächst so machen. Wäre natürlich eine sehr coole Geschichte, oder was haltet ihr davon? Würdet ihr gerne die PlayStation-exklusiven Spiele auch auf dem PC spielen können? Schreibt es uns in die Kommentare rein. So, ich habe gesagt Achterbahnfahrt. Wir waren jetzt gerade oben und jetzt muss wieder nach unten gehen. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Schocknachricht dieser Woche, nämlich Cyberpunk 2077 wird verschoben. Auch dieses Spiel wird nicht mehr im Frühling erscheinen. Ursprünglich sollte der Titel von CD Projekt Red am 16. April erscheinen. Doch auch die Entwickler sind nicht ganz zufrieden, die brauchen einfach noch mehr Zeit für Feinschliffe, Optimierungen und haben daher das Spiel verschoben. Aber immerhin gibt es da zumindest einen finalen neuen Termin. Am 17. September soll jetzt nun Cyberpunk 2077 für PC und Konsolen erscheinen. Und was auch interessant ist, diese Release-Termin-Verschiebung bringt uns sehr nahe zu den neuen Konsolengenerationen hin. Das könnte also heißen, dass man vielleicht diese zusätzliche Zeit jetzt auch benötigt, um das Spiel fit zu machen für die neuen Konsolen. Also nicht ganz so eine
schlechte Neuigkeit, wie ich finde. So, und zum Abschluss haben wir noch einmal ein kleines Gerücht. Und da geht es um Resident Evil 8. Ja, richtig gehört, Resident Evil 8. Viele werden sagen, ja, Moment mal, die haben doch gerade erst Resident Evil 3 angekündigt, die Neuauflage, das Remake, das erscheint ja im April. Ja, aber im Hintergrund haben die Entwickler vom Capcom schon an einen komplett neuen Resident Evil gearbeitet. Also nicht an einem Remake, sondern an einem neuen Resident Evil Spiel. Das hat jetzt halt den Arbeitstitel Resident Evil 8 gehabt. Und jetzt ist eben per Twitter bekannt geworden, dass angeblich die Entwicklung schon 2016 begonnen hat für Resident Evil 8, man das Ganze dann aber auf Eis gelegt hat, weil man DLCs für Resident Evil 7 programmiert hat und auch das Resident Evil 2 Remake, da hat man eben Mitarbeiter wegholen müssen von den neuen Resident Evil Teil. Und jetzt hat man ja mittlerweile schon mit Resident Evil 3 begonnen, mit dem Remake. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass angeblich Capcom gesagt hat, wisst was, wir verwerfen alles, wir stoppen die Entwicklung jetzt komplett von Resident Evil 8 und fangen quasi komplett von vorne an. Das ist das neueste Gerücht. Mal schauen, ja, ob was dran ist. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann dann eine Ankündigung auch zu Resident Evil 8. Ansonsten bekommen wir immerhin in April ein wahrscheinlich gutes Remake zu Resident Evil 3. So, liebe Leute, das war's auch für diese Woche mit den Instant Gaming News. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.